Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe eben eine Predigt gehört von einem bekannten Pastor und der hat gesagt, dass Christen unbedingt an der Seite Israels stehen müssen. Das sehe ich nicht so. Christen müssen nicht an der Seite Israels stehen. Christen müssen unbedingt an der Seite Jesu stehen, an der Seite Jesu Christi, an der Seite Gottes. Und wir müssen nicht an einem Staat Israel unbedingte Treue halten, sondern unseren Glaubensgeschwistern im Nahen Osten, ja, und zwar in Israel, genauso wie im Gazastreifen. Das ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und was da so behandelt wird, das kann ich überhaupt nicht teilen. Das ist eine politische Aussage, die da gemacht wird, dass wir unverbrüchlich zu einem Staat Israel stehen sollten. Ja. Der Staat Israel, den wir jetzt da unten sehen, von dem wird immer gesagt, dass der bewahrt wird von Gott. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Die Bibel sagt, dass dieser Staat, den wir da unten sehen, auseinanderbrechen wird. Und noch mehr, Daniel 9 sagt, dass dieser Staat verwüstet werden wird in der 70. Jahrwoche in der Endzeit. Ja? Dass diese Verwüstung groß sein wird. Dass diese Verwüstung bis ans Ende dauern wird. Und dass es sogar ein Gräuel der Verwüstung geben wird in Israel. Ja? Das ist das, was die Bibel sagt. Und manchmal komme ich mir davor wie der Jeremia oder wie der Micha. Ja? Alle sagen, wir wünschen Jerusalem Glück und Israel wird nichts passieren und wir müssen unverbrüchlich an der Seite Israels stehen. Das sagt die Bibel nicht. Ja? Nochmal, wir müssen an der Seite Jesu Christi stehen und wir müssen an der Seite unserer Glaubensgeschwister stehen. Und so schlimm wie die Vorfälle da unten gewesen sind, ja, am 7.10. und vielleicht auch noch danach, darf sich Israel, wenn man denn schon politisch sein will, nicht in die gleiche Kategorie einordnen, wenn die jetzt im Gazastreifen weißen Phosphor werfen. Ja, das darf man nicht tun. Und auch noch andere Dinge tun. Also das geht nicht. Und wenn man sieht, was da für ein Zerwürfnis ist da unten unter den Israelis, wie die sich gegenseitig beschimpfen und wie der Staat kurz davor war, auseinanderzubrechen, da sieht man schon, dass mit diesem Volk etwas Besonderes passiert, ja, etwas Besonderes passieren wird. Aber es ist nicht so, als ob Gott diesen Staat aufrechterhalten müsse. Die Bibel sagt, dass der Staat am Ende der Zeit vollkommen entvölkert sein wird, ja, dass der Staat menschenleer sein wird, dass niemand das überleben wird, was da unten ist, ja. Und wer das jetzt vielleicht noch nicht als ausreichende Bibelstellen ansieht, den erinnere ich einfach mal an Sacharja, ja, da steht, dass 2/3 Israels umkommen werden und der Rest nochmal geläutert wird, nochmal durchs Feuer gehen wird, nochmal reduziert werden wird. Da wird nur ein verschwindend kleiner Anteil an Menschen übrig bleiben. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Ja, aber dass Israel, der Staat, den wir jetzt da unten sehen, bewahrt bleiben würde und dass dem nichts passieren würde und dass die Feinde Israels scheitern würden, das sagt die Bibel nicht. Ja, die Bibel sagt da ganz anderes. Das Problem ist nur, dass man das nicht sagen darf, ja, weil im Moment jetzt natürlich ganz andere Dinge durch die Medien laufen. Aber die Aussage von Pastoren, und das kann ja auch sein, das ist in Kriegen immer so, ja, dass alle möglichen Wahrheiten da transportiert werden. Und da sollten wir auch als Christen vorsichtig sein bei dem, was wir da glauben und nicht glauben, ja. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Immer die Wahrheit der jeweiligen Partei wird dann da groß gemacht in den Medien. Wir sollen uns an Gottes Wort halten. Und Gottes Wort sagt über die Zukunft Israel etwas anderes. Ich habe da ja mehrfach auch schon in meinen Videos drüber gesprochen, aber das ist das, woran wir uns halten sollten. Ja? Und auch das darf man nicht vergessen. Im Gazastreifen gibt es auch Christen. In Israel gibt es auch Christen. Und diejenigen, die in Israel an Christus glauben, an Jesus Christus glauben, die haben einen schweren Stand in diesem Land. Ja? Die werden von der regierenden Partei gemobbt und zurückgesetzt und gedemütigt, wo das nur geht. Das müssten wir als westliche Christen auch mal ins Kalkül ziehen und nicht so reflexhaft sagen, wir müssen an der Seite Israels stehen. Das steht nirgendwo in der Bibel. Und ich staune darüber, dass die Pastoren das nicht unterscheiden können. Vielleicht muss ich auch fast sagen, ich staune mittlerweile nicht mehr darüber. Denn da geht so viel durcheinander, ja. Da ist man so politisch korrekt, ja. Und da geht so viel an dem vorbei, was die Bibel eigentlich davon sagt, von dieser Auseinandersetzung. Das ist schon erstaunlich. Aber gut, vielleicht ist die Zeit so, ja. Die Hure Babylon erhebt ihr Haupt und die lügt, ja. Die lügt
und liebt auch über die Situation und über die Rolle Israels, auch bei uns Christen, ja. Und das zieht sich durch alle Gemeinden durch. Und wir müssen zurück zum Wort Gottes. Und ich kann nur sagen, ich bin nicht gegen den Staat Israel. Ich bin auch nicht für den Staat Israel. Er ist halt da, ja. Aber er ist gegründet worden von den Rothschilds. Und er ist finanziert worden von den Rothschilds. Und vielleicht auch von deren Hintermännern, ja, die da vielleicht auch noch alle mit dazu beigetragen haben. Aber meiner Meinung nach ist der Staat Israel ein Hobby der Rothschilds. Und das geht im Moment gerade in die Knie. Und Israel ist verherrlicht worden als Volk Gottes, und die ganze Presse und auch die evangelikale Welt, die jubelt da immer über Israel. Die Bibel sagt etwas anderes über Israel. Jesus sagt, dass in der letzten Zeit ein Zorn sein wird über dieses Volk. Ja, denn dieses Volk hat seinen Messias nicht anerkannt. Unseren Herrn Jesus Christus, eigentlich ihren Herrn Jesus Christus, haben die Pastoren das vergessen. Warum redet davon denn niemand? Warum redet niemand davon, dass 360 Millionen Christen weltweit in Todesgefahr sind, ja, und um ihr Leben bangen müssen, weil sie an unseren Herrn Jesus Christus glauben. Stattdessen wird erzählt, wir müssten treu zur Seite Israels stehen, zu diesem Staat Israel. Ja. Das ist ein Staat wie jeder andere. Wie gesagt, der ist gegründet worden durch die Balfour-Erklärung. Da war Lord Rothschild maßgeblich dabei. Ja. Und dieses Experiment scheint zu scheitern. Ja. Zumindest hat das auch der ehemalige Außenminister Amerikas Henry Kissinger gesagt im Jahr 2013, dass in 10 Jahren kein Israel mehr existieren wird, weil dieses Experiment einfach zu teuer geworden ist. Er hat gesagt, wir haben da 3 Billionen Dollar, 3.000 Milliarden Dollar reingepumpt und bis heute ist kein Frieden im Nahen Osten. Und das hindert Amerika, so sagt Kissinger, daran, mit 500 Millionen Muslimen Frieden zu schließen, deren Erdöl Amerika dringend braucht. Das war die Aussage von Kissinger 2013. Aber das ist jetzt wieder alles nur politisch, ja. Es geht letzten Endes darum, was die Bibel sagt über diesen Staat Israel, was die Bibel sagt dazu, dass sie Jesus Christus ablehnen. Und es geht darum, was die Endzeit über diese Themen sagt, ja. Dieser Pastor hat dann zum Schluss noch gesagt, ja, wir wissen gar nicht, wir kennen auch nicht Zeit noch Stunde und wir können das gar nicht einordnen. Wir wissen auch gar nicht Gottes Fahrplan und Gottes Terminkalender, das kennen wir alles nicht. Ja, das ist ja das Drama, ja, dass man das nicht kennt oder das nicht kennen will und davon nichts wissen will. Natürlich wissen wir nicht Tag noch Stunde. Jesus hat uns nicht gesagt, dass es ein bestimmtes Datum gibt, auf das wir achten sollten oder bis zu dem wir rechnen könnten. Das existiert nicht. Ja. Aber er hat gesagt, beurteilt doch die Zeichen der Zeit. Das heißt, Jesus hat uns gesagt, dass wir wachsam sein sollen, dass wir nüchtern sein sollen und auf die Zeichen der Zeit achten sollen. Und was sind die Zeichen der Zeit? Das erste Zeichen, was wir sehen werden, ist, dass der Staat Israel auseinanderbrechen wird. Da sehen wir meiner Meinung nach schon erste Anzeichen von. Das ist aber noch nicht so weit. Meiner Meinung nach fehlen da noch die ein oder anderen Dinge. Habe ich auch in einem Video schon mal erklärt. Aber das wird kommen. Israel wird zerbrechen. Ja, in Ephraim und Juda, wie das in der Antike schon gewesen ist. Ja. Und Israel wird zerbrechen in einen Norden und in einen Süden. Und dann wird Jerusalem komplett isoliert werden, politisch, militärisch, und belagert werden. Und dann wird die Tochter Zion im hohen Alter gebären. Dann wird Jerusalem zur Wiedergeburt an Jesus Christus kommen. Das sind die beiden Zeichen, auf die wir achten sollen. Und da weiß der Pastor auch nichts von, ja. Er sagt, wir können das nicht wissen und wir dürfen da nicht spekulieren. Exakt, ja. Aber wir müssen die Bibel lesen und wir müssen die Bibel studieren. Und dann kommen wir auch zu belastbaren Ergebnissen, zu Aussagen der Schrift, die aber unter Umständen nicht in die gegenwärtige politische oder militärische, kriegerische Landschaft passen. Das ist richtig, ja. Dann werden wir verfolgt für das, was wir sagen, ja. Und dann reihen wir uns ein in die lange Tradition der Gemeinde Jesu, die schon immer für ihren Glauben verfolgt wurde. Und da schließt sich dann für mich der Kreis. Aber unverbrüchlich an der Seite dieses Staates Israels zu stehen, das ist nicht die Aufgabe der Christen. Das war sie noch nie. Das wird sie nie sein. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist, an der Seite Jesu Christi zu stehen und an der Seite ihrer Glaubensgeschwister zu stehen. Und zwar in Israel, im Gazastreifen, in muslimischen Ländern und in allen Ländern der Erde. Das ist unsere Aufgabe, ja. Und der sollten wir nachkommen. Und ich sehe, dass das sträflich vernachlässigt wird, ja. Das mal so kurz zur Lage, die ich hier meine zu sehen. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Viel Glaubensmut, ja, viel Gelassenheit im Glauben. Ja, wir gehen an uns das Meisters Hand und unser Herr geht mit. So singen wir, so machen wir Day by Day und wir lassen uns den Glauben nicht vermiesen und verdriesen, ja, sondern wir sind in Jesus Christus Bewahrte und Gerettete. Und für uns ist alles gut geworden auf Golgatha. Das heißt nicht, dass wir nicht auch schwere Zeiten erleben würden.
Das heißt nicht, dass manche von uns vielleicht auch ihr Leben verlassen müssten für den Glauben, aber für die Ewigkeit ist für uns alle gesorgt. Ja. Und diesen Mut, diesen christlichen Glaubensmut, den sollten wir pflegen. Dazu wünsche ich euch viel Kraft, viel Gottes Segen und viel Freude im Glauben. Ja. Bis bald und auf Wiedersehen.